14 India Papa Mike Alpha Wind, 220 Grad, 9 Knoten, Piste 28 startfrei. Piste 28 startfrei, Delta India Papa Mike Alpha. Hallo zusammen, da bin ich schon wieder. Ungewöhnlich, ich weiß. So schnell hintereinander. Aber meine Frau hat heute Abend keine Zeit für mich. Muss Konferenzen halten. Und dann dachte ich, habe ich ja noch Zeit für einen kleinen Flug. Muss mich ein bisschen ranhalten, kann nicht allzu viel quatschen, sonst gibt es Ärger. Wir fliegen heute von Nürnberg nach Linz in unserer wunderschönen Twin Otter. Endlich wird es mal Zeit für einen richtigen Flug. Und das Ganze findet natürlich wie immer statt live auf Wetsim, sobald ich mich mal eben verbunden habe. Ganz kleinen Moment. Wir sind heute, das wird meine größte Herausforderung, Delta India Papa Mike Alpha. Echo, weil sonst einmotorig und unter 2,5 Tonnen maximal Abfluggewicht. Jetzt über 2,5 Tonnen und mehrmotorig, deswegen sind wir India. Ich weiß auch gar nicht, was mein Typecode ist mit der Twin Otter. Was ist mein Typecode mit einer Twin Otter? DHC6? Ja. Connect. So, wir brauchen noch schnell einen Flugplan. Wir fliegen VFA von EDDN nach EXRE. Oh, da liegt noch ein Kollege neben mir. Nach Lima Oscar Whisky Lima. Alternate habe ich keinen. Departure Time, sagen wir mal 18:15. Wir sind etwa 50 Minuten unterwegs. Treibstoff habe ich mehr als genug dabei. Cruise Speed wird irgendwie um die 160 Knoten sein. 160? Passt das? Ja, doch, 160 kommt hin. Meine Cruise Altitude heute 8000 Füße. Und die Route, wir fliegen Regensburg, Deggendorf, Passau. Regensburg, Deggendorf, Passau. Wir sind unterwegs im Flight Simulator 2020. Mein Equipments. Ich behaupte mal einfach, ich habe keinen GPS, weil dann kommt mir hier keiner mit irgendwelchen komischen Dingern. Ja, aber wir haben ein DMI. Also ist mein Code Alpha. Moment. Alpha. So. Das haben wir auch eingereicht. Geht sofort los. So, da sind wir im Cockpit und wir müssen ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Das Ding kann weg, Controls sind free, Parking Brake, ich war schon zu lange nicht mehr. Parking Brake ist set, Emergency Fuel Switches sind normal, Fuel Selector normal, Radios sind off, Cabin Lights. Brauche ich weiter? Weiß nicht, warum die standardmäßig voll aufgedreht sind. Hier hinten das letzte. Pitot Heat ist off. Wir haben es aber recht kalt. Ach, 11 Grad oder so. Sollte ich also vielleicht anschalten. Generators sind off, Flaps sind up, Fuel Levels sind und so.
sind off. Propellers sind auf Feather. Ignition ist normal. Battery Master. On. Bevor wir unsere Triebwerke starten, wir haben in Nürnberg den Tower online. 118. 3. Und wir haben ein ATIS. Information Alpha. Mal kurz aufschreiben hier. Information Alpha. Runway 28 ist in use. Transition Level 7000. Wind 230, 11 Knoten. Das heißt, wir haben ein bisschen Seitenwind. Von links müsste das dann sein. Clouds ein paar auf 3500. Da können wir drunter bleiben, solange wir hier sind. Und UNH 1012. Ich muss schon mal auf Deutsch wechseln, sonst verplapper ich mich gleich. Information Alpha. Ganz klar. Moment. So, über welchen Punkt will ich denn ausfliegen? Ich glaube, Foxtrot war es. Bin mir sicher, dass das der Foxtrot ist. Nochmal hier. Über Foxtrot will ich ausfliegen. Gut. 118,3. Nürnberg Tower, hallo, die Delta India Papa Mike Alpha. Delta India, Papa Mike Alpha in Nürnberg, schönen guten Abend. Guten Abend, Delta India Papa Mike Alpha. Bitte anlassen für VFR-Flug nach Linz. Information Alpha ist an Bord. Verlassen der Kontrollzone, bitte über Foxtrot. Delta India, Papa Mike Alpha. Aktive Piste 28, QNH 1012. Anlassen genehmigt. Rollen Sie zum Rollhalt der Piste 28 über Sierra 4, Juliet, Mike 3, Mike 2, Bravo. Verlassen der Kontrollzone über Foxtrot genehmigt. Aktive Piste ist 28 QNH 1012. Nach dem Anlassen rollen über Sierra 4, Juliet, Mike 3, Mike 2, Bravo. Delta India, Papa Mike Alpha. Gut. So viel dazu. Wir haben die Freigabe zum Anlassen. Das veranlasst mich. Ach, Wortspiel. Die Anti-Collision Lights anzulassen. Ich habe vergessen zu sagen, wo ich bin, aber ich hatte anscheinend gesehen. Und der Kollege neben mir ist auch. Ne, ist noch nicht weg. So, dann lassen wir mal schnell die Triebwerke an, bevor mir hier der Saft ausgeht. Die Boost Pumps rechts gehen an. Der Oil Pressure sollte jetzt steigen. Warum passiert hier nichts? Das war auch die falsche Pumpe. Right switch. Right. So, jetzt Oil Pressure. Umdrehung. Hier.
Dann das Ganze nochmal für links. View. Starter. Der Pressure steigt. Drehung steigen. Ist stabil. Die Generators können an. Und die Lichter dafür sind aus. So. Engine Instruments sind within limits. NAV und Radio. Brauche ich nichts weiter einstellen. Transponder. Set Caution Lights. Ja, die Propeller fehlen mir noch. Caution Lights passen. So, wir sind ready to taxi. Taxi Lights waren hier oben. Und Pitot Heat können wir auch schon mal anschalten. Und wir machen uns auf den Weg. So, wir sollen hier taxien. Ich hoffe, ihr habt das alles mitgeschrieben. Über Sierra 4. Dann links. Das hier müsste Julie jetzt sein. Mike 3. Mike 2. Bravo. Da. Okay. Habe ich verstanden. Dann Parking Brake los, auf geht's. Ich gehe jetzt hier mal auf der Stelle, dass ich einen kleinen Kollegen hier neben mir nicht umfahre. Bei der nächsten Gelegenheit geht es wieder nach rechts. Ich habe auch nicht gesagt, was ich für ein Typ bin. Fällt mir gerade auf. Naja. Ich und der Tower, wir haben uns schon verstanden. Das ist das Wichtigste. Also ich habe vergessen zu sagen, wo ich stehe und was für ein Flugzeugtyp ich bin. Das waren meine Fehler. Die Informationen waren also nicht ganz vollständig sozusagen. Wir können schon mal Autofetter armen. Ito Heat habe ich an. NTIS brauche ich sonst weiter erstmal nicht. Voilà. So, Trim for Takeoff. Haben wir. So, ich will nach dem Start, wird er mir bestimmt auch gleich noch mal sagen, unter 3500 bleiben. Dann setze ich mal die Höhe auf 3000. Höchstwahrscheinlich. Was brauche ich noch? Trim habe ich, Flaps.
können wir auf 10 Anti-Collision Lights und Landing Lights fehlen nur noch. Hoppala. Bisschen darauf konzentrieren, mal hier auf der Bahn zu bleiben. So, und jetzt gehen wir gleich einmal nach links. Hier. Und Bravo ist da diese Strecke vor uns. Delta India Papa Mike Alpha Wind 220 Grad in den Knoten Piste 28 startfrei. Piste 28 startfrei, Delta India Papa Mike Alpha. Das ging schnell. Gut. Die Hoppala. Landing Lights on, die Anti-Collision Lights on. Before Take-Off Fuel haben wir. Pumps sind an, Trim ist set. Light Instruments sehen gut aus. Radios sind set, Propellers sind full forward. Auto Feather ist an, Flaps sind auf 10, Engine Instruments sind alle grün, Pitot Heat haben wir an, Anti-Ice brauchen wir nicht, Flight Controls sind free, denke ich, Transponder ist set, Anti-Collision Lights, Landing Lights, Caution Lights, alles wie es sein soll. Wir erhöhen auf 85% Umdrehungen. Das passt, die Temperatur ist stabil. Und wir geben Schub. 50 PSI Maximum. Oh, ganz schön Wind von der Seite. Ja. 80 Knoten, Rotate. Ich wollte gerade sagen, Positive Rate Gear Up, aber das habe ich ja hier gar nicht. Trim. Apps können rein. Ich will nämlich gar nicht so krass steigen, wie ich kann. Ja, 3000 Fuß versuche ich beizubehalten. Wir drehen in die Platzrunde. Lindbergh-Turm, Delta Echo Fox, Zenko Delta. Delta Echo Foxtrot Tango Delta Nürnberg Turm, guten Abend. Delta Echo Foxtrot Tango Delta in Aquila 211 VFR, ca. 5 Meilen nördlich von Oscar auf 2800 Fuß zur Landung. Delta Tango Delta, verstanden. Piste 28, QNH 1012, fliegen Sie in die Kontrollzone über Oscar und anschließend in den Endanflug Piste 28. Delta Tango Delta, aktive Piste 28, QNH 1012, flieg in die Kontrollzone über Oscar und in den Endanflug Piste 28.
Trim, trim, trim. So, können mich jetzt erstmal hier bleiben. 45 PSI hätte ich gern. Gucken, dass wir jetzt Foxtrot erwischen. Das können wir ausschalten. Die Trimmung können wir resetten. Der Yaw-Damper kann an, die Landing und Exit Lights können aus. So. Der Endepunkt Foxtrot ist das Autobahnkreuz vor uns irgendwo. Hoppala. Und ich will auf jeden Fall nicht mehr als 3000 Fuß. Wir haben ganz schön mit dem Wind zu kämpfen. Schon ordentlich holprig. Ich gucke nebenbei nämlich auf meine Karte, da sehe ich, wir sind ganz schön am Abdriften. Da ist das Autobahnkreuz oder Dreieck, Abfahrt, was auch immer. Und hier unter uns, das da ist unser Meldepunkt. Delta Tango Delta, Meldepunkt Oscar 2500. Delta Tango Delta, verstanden. In den Endanflug der Piste zu 8. Fliege in den Endanflug der Piste zu 8, Delta Tango Delta. Delta, India, Papa, Mike, Alpha, Meldepunkt Foxtrot, 3000 Fuß. Delta Mike, Alpha, verstanden, verlassene Frequenz genehmigt, schönen Flug. Delta Mike, Alpha, verlassene Frequenz genehmigt, danke, schönen Abend noch. So, ich lasse mal den Tower drin, das ist immer eine ganz nette Untermalung. Und wir bleiben auf erstmal knapp 3000 Fuß. Wir können den Schub ein bisschen verringern. Und kämpfen uns hier gegen den Wind. Der, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie krass der uns rüberdrückt gerade. Mal kurz gleich von außen gucken, dann sieht man es bestimmt richtig schön. Ja, seht ihr das? Da zeigt die Nase hin und da fliegen wir hin. So, wir dürfen jetzt bis 4500 Fuß steigen. Aber ich bleib noch, also hier die, zeigt euch einmal, hier die Kontrollzone Nürnberg geht. Das ist egal. 4500 Fuß fängt die an. Da will ich nicht reingeraten in den kontrollierten Luftraum, deswegen bleiben wir da drunter. Bleiben wir aber, versuchen mal auf 3000 Fuß in etwa zu bleiben, erstmal, während wir weiter auf dem Weg machen. Mein Orientierungspunkt, wir sind dann jetzt gleich auf dem Weg nach Regensburg und ich will hier der Autobahn folgen. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist, aber die will ich in meinem linken Fenster halten und dann folgen wir der einfach bis runter nach Regensburg
Und von dort aus können wir dann schon der Donau folgen oder der Autobahn bis Deggendorf. Soweit der Plan. Aber erstmal müssen wir raus aus der Kontrollzone. Also raus aus dem Bereich des kontrollierten Luftraums. Delta Tango Delta, Wind 220 Grad, 9 Knoten, Piste 28, Landung frei. Delta Tango Delta, Piste 28, Landung frei. Also das sind ja definitiv mehr als 9 Knoten, die mich hier durch die Gegend schieben. Aber gut. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter links orientieren. Da besteht keine Gefahr. Ja, jetzt stimmt die Richtung. Und wir sind aus dem Bereich, haben jetzt hier den Nürnberger Luftraum auf jeden Fall verlassen. Das heißt, wir können steigen und das tun wir auch. Propeller voll nach vorne. Und wir geben ein bisschen Gas. Mal gerade gucken, ob da noch was steht zu Take-off-Geschwindigkeit bei Full Flaps oder bei Flaps 10, aber stand da jetzt nichts weiter. Und wir steigen jetzt mit wenigstens 1000 Fuß. Das ist ja das Schöne an der Twin Otter, steigen tut die wie verrückt, wenn man will. Muss mal gucken, wo hier die Wolkendecke ist. 8000 Fuß hätte ich jetzt erstmal angepeilt. Gucken, ob das nicht schon zu hoch ist, um die Autobahn zu sehen und vernünftig VFA zu fliegen. Habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung mit, weil ich bisher noch kein Flugzeug hatte, wo sich die Frage überhaupt ernsthaft gestellt hat, sozusagen. Müsste die Autobahn gleich links irgendwo sein. Meine, das da ist sie. Delta Tango Delta, rollen Sie zur Abstellfläche der allgemeinen Luftfahrt über Foxtrot, Juliet, Mike 4, freie Wahl der Abstellposition. Delta Tango Delta, Rolle zum Abstellplatz der allgemeinen Luftfahrt über Foxtrot Juliet und Mike 4 und freie Abstellplatzwahl. Ich glaube, wenn ich auf 8000 Fuß steige, bin ich mitten in den Wolken. Bleibe ich doch vielleicht lieber einfach auf 6000 erstmal. Es scheint hier noch unterhalb der Wolkengrenze zu sein. Linz selbst habe ich online nachgeschaut, angeblich keine Wolken.
Schub raus. Propeller auf Feather. Nicht Feather, oh Gott. Aber auf Min, 75%. Und dann peile ich hier an. Unsere 45 PSI. Und dann sind wir hier gut aufgestellt, würde ich sagen. Und folgen jetzt hier einfach gemütlich der Autobahn. Gemütlich ist gut, ey, bei dem Wind. Ihr seht ja, wie es mich durchschüttet. Zu viel gestiegen. Das Schwierige beim VFR-Fliegen in dem Ding ist, dass mir hier in der Richtung ein Fenster fehlt. Da halt dann auch direkt das Triebwerk ist. Man hat leider nicht die beste Aussicht tatsächlich. Zum Sightseeing sind dann die kleineren Maschinen doch besser. Aber ich dachte zum einen, weil das Wetter ein bisschen schwierig ist, also ich glaube mit der Piper Arrow hätte ich hier nicht fliegen müssen. Und zum anderen, weil die Strecke recht weit ist. Und hier können wir schön jetzt mit 150 Knoten entlang düsen. Das ist halt doch ein ordentlicher Tacken noch schneller als die Arrow. Und da dachte ich, bietet sich das heute an, mal die Twin Otter auszuprobieren. Und wie gesagt, ich habe bisher... Ich habe ein paar Probeflüge gemacht, ich habe das Tutorial gemacht, ich habe Flüge offline für das Review gemacht, um einen Eindruck zu verschaffen, aber das ist mein erster Wetze im Flug und das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spannender. Da wird das nochmal auf die Probe gestellt, was ich mir einbilde zu können. Auf die Autobahn. Ja. Macht hier ganz schön zack. Ja, mir fällt hier ganz schön Schlangenlinie. Ja, ich hätte es doch gerne ein bisschen Licht. Ja. Voilà. Sorry für das Rumgeeier, aber dann, wenn ich meinen Kopf so weit rüber drehen muss, um an die Schalter zu kommen, da kommt mein Track-IR einfach an seine Grenzen. Dann eiert das so komisch rum für euch. Ich hoffe, es ist niemandem schlecht geworden. So, nur pro forma können wir auch tatsächlich mal hier Lins einstellen. Ja, ich mach mal kurz unser Heading. Dreh, 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 dreh. Autopilot an. Und dann kann ich hier in Ruhe kurz das GPS einstellen. Linz. Noch ganze
100 Meilen. 37 Minuten. Sollte klappen. So, der Autopilot hat hier auch zu kämpfen. Vor allem hat er die ganz falsche Höhe. Fuß hätte ich gern. So, da ist die Autobahn. Und da ist auch schon Regensburg irgendwo. Muss ich gerade gucken. Ich glaube, da kann das sein. Ja, das müsste schon die Donau sein, die da lang fließt. Und das dann hinten ist Regensburg. Jetzt können wir mal wirklich umstellen auf 122.8. Ja. Da ist Regensburg. Regensburg, auch eine Stadt, in der ich bisher noch nicht war. Deswegen nur begrenzt Informationen haben. Ich habe gehört, sie hat eine sehr schöne Altstadt. Vielleicht kann das ja der ein oder andere bestätigen, falls es hier Altstadtliebhaber gibt. Und was man da wieder erkennt, weiß ich auch nicht. Hier anscheinend Industriegebiet. Hier Vorstadt. Da haben sie einen hübschen Muster angelegt. Das da ist der eng bebaute Bereich. Das wird also vermutlich die Altstadt sein. Und hier auch einen hübschen Ring. Also wenn jemand irgendwelche Highlights hier sieht, lasst es mich gern wissen. Ansonsten ist das hier unsere Autobahn. Voilà, sorry. Die Autobahn, die wir weiter folgen werden. Unser rechten, da hinten sieht man auch das Alpenpanorama schon. Ich bin noch unentschlossen, wie es nach Linz weitergeht. Ich liebäugel damit tatsächlich mit der Twin Otter eine Reihe entlang der Alpen zu machen. Also dass wir quasi in Österreich in die Alpen hineinfliegen sozusagen und uns dann von Ost nach West durch die Täler kämpfen, um dann ein paar der spannenderen Flughäfen anzugehen, sowas wie Innsbruck. Und von dort aus dann, also mein Plan wäre bis nach Innsbruck und von Innsbruck aus dann Garmisch-Partenkirchen, Schloss Neuschwanstein einmal vorbeifliegen und uns dann Richtung Nordwesten, Richtung Stuttgart auf den Weg zu machen, zurück Richtung Osnabrück-Münster, meinem eigentlichen Heimatflughafen, wo ich sozusagen ja auch mal gestartet bin, diese AFR-Tour durch Deutschland. Wenn ihr euch erinnert, damals der erste Flug ging dann nach Norden, nach Bremerhaven und von dort aus dann bis Helgoland, rüber nach Schleswig-Holstein, entlang der Ostseeküste, Insel Rügen einmal rumgeflogen. Und dann Richtung Süden, Berlin, Leipzig bin ich drüber hinweggeflogen. Und dann Erzgebirgstour eine kleine gemacht mit Abstecher nach Prag. War auch spannend. Und von Prag aus dann weiter nach Bayern. Dann Oberpfalz und Franken. Der letzte Flug, da sind wir ja von da sind wir dann von Weiden bis nach Nürnberg geflogen und heute eben jetzt weiter von Nürnberg nach Linz.
Wolken werden dünner. Ich glaube, da vorne hören sie auch ganz auf. Und wir folgen hier der Donau. Links davon irgendwo verläuft die Autobahn. Hier. Aber die Donau, den Fluss sieht man tatsächlich noch leichter aus dem Cockpit als die Autobahn. Deswegen ist das gerade mein Orientierungspunkt. Wir verbrauchen gerade knapp 300 Pfund Treibstoff je Motor. Und wir haben hinten noch 1100, vorne noch 1000 Pfund. Damit kommen wir also noch wenigstens zwei, wenn nicht sogar mehr Stunden bei aktuellem Verbrauch. Das heißt, bis nach Linz kommen wir ganz entspannt. Ich behalte auch hier so ein bisschen immer im Auge den V-Pilot. Das ADR Center Adria Radar. Ansonsten EDDM könnte jetzt gerade für uns zuständig sein, aber bin außerhalb des kontrollierten Luftraums, wenn auch nicht weit. Ne, hier fängt schon München an. München eben auch ein sehr großer Flughafen. Das sind auch die beiden, wo immer was los ist in Deutschland. Also zumindest auf Wetzim. München und Frankfurt. Platz 3 vielleicht Düsseldorf. Und dann kommen so die Norddeutschen. Bremen, Hamburg, Hannover. Da ist auch öfter mal Controller online. Und Berlin. Obwohl Berlin gar nicht so häufig gefühlt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sehe ich es aber auch nur nicht häufig genug. So, hier vor uns, da das Städtchen. Das ist Straubing. Den Namen habe ich mal gehört, aber kann ich euch auch leider nichts weiter zu sagen. Straubing ist halt, wenn ich das höre, klingt das für mich halt so richtig bayerisch. Irgendwie irgendwas verbinde ich damit, aber ich kann es gerade nicht sagen. Die Wolken haben sich zumindest aufgelockert, aber noch nicht den Eindruck, dass wir höher steigen können. Ich weiß nicht, ob der Wind auch weniger geworden ist oder ob es sich nur so anfühlt. Ich glaube, es ist zumindest nicht mehr ganz so krass wie in Nürnberg, wo wir immer noch deutlichen Versatz haben. Ich würde sagen, also da geht unsere Nase hin. Flugrichtung ist eher so. Ja. Könnte die Landung auf jeden Fall knifflig machen. Halten. Ja, jetzt also direkt über Straubing. Ich wollte gerade fragen, wie geht es meinen Passagieren, aber ich hoffe, die sind nicht in der Kiste. Und wie hatte ich gedacht, ich hab Passagiere an Bord, oder zumindest die Passagiervariante ausgewählt, mit Twin Otter, aber anscheinend machen wir einen Frachtflug. Ja, okay. Tja, wer bei Amazon Prime bestellt, der kriegt halt auch prompt die Lieferung.
Oder ich transportiere doch Passagiere, aber das wäre ganz schön makaber. Und was meint ihr? Sind das 2000 Fuß? Da hinten liegt anscheinend Schnee. Was sagt die Temperatur? 0 Grad. Links wäre mein nächster Wegpunkt. Deggendorf. Irgendwo das da, glaube ich. Ich versuche es gerade auf der Karte zu erkennen. Ja, hier ist die Insel. Dahinter ist Deggendorf. Da ist die Insel. Also müsste das da Deggendorf sein. Das da ist Deggendorf. Da sind die beiden Inseln, die ich gesehen habe auf der Karte. So eine Donauschifffahrt ist bestimmt auch nett. Die fließt doch auch durch München, wenn ich mich nicht täusche. Und dann bis zum Schwarzen Meer, oder? Die Donau, die ist doch sehr, 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 sehr lang, wenn ich mich nicht täusche. Wäre eigentlich auch mal eine hübsche Route mit dem Flieger, oder? Vielleicht mache ich das mal. Donautour. Von Deutschland bis, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Österreich, Ungarn und dann kommt da noch was, Rumänien oder so, Bulgarien. Wäre ich auf jeden Fall ganz schön weit unterwegs. Ist halt, also würde mich, ich sag mal, landschaftlich, würde mich landschaftlich, beziehungsweise so, ja, doch, landschaftlich schon reizen, zu gucken, wie das so aussieht. Die Donau, die fließt doch auch, fließt sie nicht durch Wien? Budapest auf jeden Fall. Da fließt sie durch, da bin ich mir relativ sicher. Einfach mal auch diese Städte zu sehen. Ist aber eben leider dann in der Regel ohne irgendwelche Wetzim-Kontakte. So Osteuropa ist da nicht gut abgedeckt. Mein Flugplan sieht jetzt übrigens vor, dass ich hier jetzt nicht der Donau folge, sondern mich hier an der Autobahn weiter orientiere. Ich würde euch ja gerne sagen, was das für eine ist, aber die A3, so wie es aussieht, ist Passau und von da aus folgen wir dann wieder der Donau. Wir machen quasi eine kleine Abkürzung. Wo sich das, glaube ich, nicht viel nimmt. Ich meine, das hier müsste die Autobahn sein. Ja, und was ich vorhin meinte mit der Alpentour, warum ich gerade mit der Twin Otter eben reizt, was heißt reizt, die
Twin Otter hat den Vorteil, die hat halt genug Leistung, um im Notfall auch nochmal über einen Berg hinwegzusteigen. Ich habe mal mit der Cessna eine Alpenüberquerung gemacht, auf dem Weg von Osnabrück nach Mallorca. Wir fliegen in den Urlaub-Tour, war das. Und da war das schon ganz schön heikel zwischendurch. So 5, 6, 7.000 Fuß waren das, glaube ich, zwischendurch. Wo man dann mal so einen Pass überqueren musste. Und da ist zumindest die Cessna ja schon an ihre Grenzen gekommen. Also viel höher hätte es nicht sein dürfen. Und man sieht halt hier mit der Twin Otter ist das deutlich entspannter. Hier haben wir eigentlich nur noch eher die Begrenzung, dass wir in die Höhen kommen, in denen wir Sauerstoff benötigen. Den ich hier nicht an Bord habe. Man könnte natürlich eine Sauerstoffflasche sich hier irgendwo hinklemmen. Wird schon gehen. Gerade wenn man nur Fracht fliegt. Das ist ja eigentlich eine durchaus valide Strategie. Besonders bei einer Alpenüberquerung. Man sieht es, ne? Die Wolken werden weniger, da vorne hören sie ganz auf. Also über Linz haben wir, glaube ich, wunderschönes Wetter. Bin mir noch nicht sicher, wie weit wir an die Alpen rankommen tatsächlich, da hinten. Ich kann auch zu Linz nichts sagen. War ich auch, wie gesagt, war ich auch noch nicht, ich war in dieser ganzen Gegend noch nicht, wie ihr wisst, mittlerweile. Von daher kann ich euch da wiederum nichts zu sagen. Läuft die Autobahn noch wieder zusammen zur Donau, das heißt da hinten irgendwo. Okay, die Autobahn überquert die Donau sogar. Irgendwo da hinten wird die Autobahn die Donau überqueren, da werden wir uns dann aber, doch, wechseln auch wieder auf die andere Flussseite und kurz dahinter irgendwo macht es hier einen Bogen. Irgendwo in der Gegend müsste Passau liegen. Mein nächster großer Wegpunkt und auch schon der letzte. Bevor wir an die Grenze des Linzer Luftraums dann kommen. Also es ist noch ein kleines Stück. Ist jetzt hier auch 44 Meilen. Sind es noch? Ich glaube, jetzt könnte ich auch tatsächlich, wenn ich wollte, auf 8000 Fuß hochsteigen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Und so sehen wir auch ein bisschen mehr vom Boden. Mal ein bisschen hübscher noch die Aussicht genießen. Ja, Passau weiß ich gar nicht. Also auf Karte ist das doch hier schon, oder? Gehört das auch zu Passau, dieses ganze Gebiet? Oder ist Passau nur hier der Kern? Ja, wird schon das hier mit dazu sein, ne? Also dann wird also die gesamte Stadtbereich, den ihr hier seht, das müsste alles Passau sein. Passau ist auch so eine Stadt, kennt ihr das, wenn ihr gewisse Städtenamen hört, dass ihr automatisch so eine Zuordnung im Kopf habt, wo in etwa grob das liegt. Und dann guckt man auf die Karte und stellt fest, jedes Mal aufs Neue, dass das irgendwie totaler Quatsch ist. Passau zum Beispiel, ich weiß nicht warum, Passau ist bei mir so im Kopf liegt irgendwo bei Berlin. Keine Ahnung warum, ergibt keinen Sinn. Es
ganz schön weit weg von Berlin. Ja, Passau ist so eine der Fälle. Oder Minden. Minden tatsächlich, wenn ich von Osnabrück nach Berlin fahre, fahre ich jedes Mal an Minden relativ dicht dran vorbei, weiß nicht, 20 Kilometer oder so von der Autobahn weg. Und trotzdem, wenn mich jemand fragen würde, wäre mein erster Gedanke, Minden, das liegt irgendwo in Baden-Württemberg. Keine Ahnung warum. Hier also Passau. Altstadt wahrscheinlich tatsächlich auch hier, das sieht wieder so am dichtesten bebaut aus. Ja, haben sie es halt hier an dem, entlang des Ufers der Donau bequem gemacht. Obwohl sich hier die Deutsche Bahn die besten Grundstücke gesichert hat, so wie es aussieht. Einfach Gleise vorgestellt. Gucken mal kurz, ob hier irgendwas Wichtiges online ist. LHCC, was ist das? Budapest Control. Da habe ich noch vorhin gesagt, dass das nicht so oft häufig online ist. Aber das sieht doch gut aus. Maastricht-Radar. München. Das ist Bremen-Radar. Das ist Langen-Radar. Aber nichts Österreichisches. Wir sind übrigens auch jetzt schon in Österreich. Direkt nach Passau war schon die Grenze. Wenn ihr mich jetzt fragt, ob die österreichischen VFR-Regeln, also VFR-Regeln, anders sind als die deutschen, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel anders sind. Aber ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir eben aufgefallen ist, dass anscheinend in Österreich hier ab 9500 Fuß kontrollierter Luftraum beginnt. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall drunter bleiben. Genau. Wir haben jetzt noch, hier sind wir keine 20 Meilen, dann drehen wir Richtung Linz. Also ich folge einfach der Donau weiter, ich drehe eigentlich nirgendwo hin, großartig. Und genau, wir haben hier Kilo. Das ist eigentlich unser Meldepunkt, über den ich da einfliegen würde. Aber da niemand online ist, brauche ich mich bei keinem melden. Ich werde trotzdem versuchen, so zu fliegen, wie ich es auch tun würde, wenn ATC online ist. Das heißt, wir fliegen über Kilo ein und wir sinken unterhalb des kontrollierten Luftraums, solange es geht, dass wir eben nach Kilo in die Kontrollzone des Kontrollturms einfliegen. Das sieht bestimmt in echt schön aus, wenn man da am Ufer lang fährt mit dem Auto. Hier diese Hügel links und rechts der Donau. Das stelle ich mir sehr idyllisch vor. Wenn es nicht so windig wäre und wir nicht so durchgeschüttelt werden würden, wäre das Ganze hier auch idyllischer. Aber ne, hätte Fahrradkette oder wie es so schön heißt. Gefühl, der Wind hat schon wieder zugenommen.
Weil jetzt haben wir schon wieder eine deutliche Schräglage. Na ja. Yeah. Nase geht nach da und Richtung geht nach da. Nehmen wir mal einen kurzen Moment, um einfach zu bewundern, wie hübsch die Twin Otter von außen ist. Irgendwie ist es hier drin doch ganz schön dunkel. Kommt nicht so viel Licht durchs Cockpit, naja, weil auch keine Fenster da sind, groß, ne? Jo, so langsam muss ich mir, glaube ich, Gedanken machen, ein bisschen tiefer zu fliegen. Kontrollierter Luftraum fängt hier an bei 4500. Dann haben wir hier noch einen zweiten Ring. Der ist schon bei 2500. Nee. Da ist wieder dieser eine Luftraum, den ich ignorieren kann. Also, der hier, dieses CTANB ist falsch, das könnt ihr ignorieren. 4500 fängt der an. Und dann doch 2500. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal auf 4000 sinken und dann, wenn wir so Richtung Kilo tatsächlich unterwegs sind, auf 2000. Der Flugplatz selbst ist auf 1000 Fuß, ja, das passt dann auch. Genau, so tun wir das einfach mal. Also wir gehen jetzt langsam runter, langsam und gemütlich runter auf 4500, also 4000. So langsam und gemütlich kann ich das gar nicht machen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Sind auch nur 15 Meilen noch vom Flughafen. Oh. Hat uns aber gerade eine Böe erwischt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die hat es fast gerade aus dem Stand irgendwie 10 Knoten abgebremst. Sind ja heftigst. Kurz den Luftdruck aktualisiert. So. Der Meldepunkt Kilo, ich weiß nicht, woran ich den festmache. Hier ist irgendwas. Aber was das ist, weiß ich nicht. Liegt aber quasi direkt voraus. Danach orientiere ich mich mal. Oh. 1000 Fuß. Oh. Ach, ich habe die 500 plus vergessen beim Fliegen. Ne? Ich hätte 6500 fliegen müssen, nicht 6000. Naja, hat sich niemand beschwert. So, irgendwo überqueren wir den Fluss. Ah, also wir müssen hier mal über den Fluss.
Das Kilo. Da geht es dann auch schon zur Landebahn. Das heißt, wir stellen schon mal 2000 ein. Und machen schon mal ein paar Checks. Fuel Quantity Selector ist auf Norm. Caution Lights sind appropriate. NTIs haben wir. Altimeter habe ich gesetzt. Die Landing Lights können wir schon mal anmachen. Und damit sind wir auch schon so weit, dass wir approachen können. Den Flughafen schon mal zu sehen. Aber noch, das schließt es mir nicht, es sich mir nicht, wo er ist. No, 2000 Fuß haben wir. Und der Meldepunkt Kilo ist aber ein Stückchen weiter links noch. Er ist irgendwie auf der anderen Seite von das Ding da. Was auch immer das ist in echt. Das ist unser Meldepunkt. So, und dann haben wir es auch nicht mehr weit bis zur Landebahn. Deswegen mache ich schon mal die Propeller voll vorwärts. Die Klappen kommen gleich auf 20. Die Taxi-Lights können an. Oh, wir drehen mal direkt Richtung Flughafen. Einen machen wir ein bisschen langsamer. Klappen habe ich auf 10. So, bei 10. Ja, das passt soweit. Ein bisschen Schub geben. Jetzt versuchen wir, den blöden Flugplatz zu sehen. Also wir gehen in den rechten Gegenanflug. Der wird da irgendwo sein. Das ist, glaube ich, ein Taxiway. Und da wird der Runway sein. Nicht zu hoch steigen. Noch ein bisschen schnell für die Klappen. Ja, das da hinten ist auf jeden Fall der Flugplatz. Bisschen weit weg, eine Platzrunde ein bisschen zu groß geflogen. Drehen mal in den Queranflug. Klappen 20.
dann versuchen wir so um die 80 Knoten zu halten gleich. Da ist der Parkplatz. Ah, die Landebahn. Ja. Okay, dann ist sie noch deutlich länger, als ich gedacht habe. Aber sie ist schön lang. Das hat auch den Vorteil, dass wir da uns keinen Stress machen müssen. Hier übrigens Linz, die Stadt selbst. Hat immer so wenig Zeit für Sightseeing. Vielleicht sagen wir, ich bin auf Glide Slope. Ja, aber nicht mehr lange, weil ich nicht sinke. Passt das ganz gut. Der Wind kommt angeblich direkt von vorne, auch nur noch mit 4 Knoten. Ja, ich sehe die Landebahn. Continue. Und reverse. Nase runter. So, Klappen rein. Ich gehe mal davon aus, dass da rechts das Passagierterminal ist und hier links entweder Fracht oder allgemeine Luftfahrt. Ich habe jetzt nicht online nachgeguckt, was ist tatsächlich. Aber das sieht doch hier ganz schnuggelig aus. Und ich bin ja auch ein Frachtflieger, als wir hier also beim Frachtterminal gelandet sind. Ja, der Runway ist clear. Wir können die Anti-Collision Lights ausmachen, wir können die Landing Lights ausmachen, Flaps sind drin. Ito Heat kann aus. So, wo parken wir? Hier vorne sieht nicht so schön aus. Wieder hinten drüben parken.
Geh aus dem Weg, geh aus dem Weg. Jawohl. Geht doch. Das sieht doch ganz gut aus hier. Haken wir schön dicht am Gebäude, dass wir die Jungs nicht so schwer schleppen müssen und Mädels hier die Pakete ausladen. So. Die Parkbremse. Den Transponder können wir ausschalten. Propeller können wir feathern. Die Generators können wir ausschalten. X-Lights können wir ausschalten. Die Fuel-Levers gehen aus. Genauso wie die Pumpen. Ja, sieht gut aus. Die restlichen Lichter. War eigentlich nur das Anti-Collision Light. Hatte ich die Position gar nicht an? Ja. Bin aus und die Batterie. Bin aus. So. Ride Controls können wir locken. Muss mal gucken, hier gab es doch noch irgendwie eine Taste. Ah. Zack. Tür auf. Und dann kann das Entladen beginnen hier in Linz. So, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat der Flug gefallen mit der Twin Otter. Schön entlang der Donau. Gestartet in Nürnberg sogar mit ATC. Und ja, hier geht es dann auch bald weiter. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es dann bald weitergeht. Irgendwie in diese Richtung da hinten, Richtung Alpen. Aber das sehen wir dann. Ich würde sagen, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag oder Abend. Oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.